Hallöchen und willkommen zurück zu Redemption Cemetery, einem Live-LP. An einem Sonntag, wo ich jetzt gerade mal eine Unterbrechung in dem Stream gemacht hatte, damit er das abspeichert und ich gemerkt habe, super, er speichert das natürlich nicht richtig ab. So ein Mist wie immer und immer wieder. Ja. Ich hoffe natürlich, dass er es jetzt mal abspeichert. Wenn nicht, dann wird er wieder keine Cam, nur das Spiel sehen. Da bin ich mal gespannt. So, bei dem letzten haben wir den Gehstock und eine grüne Kugel erhalten. Was können wir damit anstellen? Das bringt uns gerade viel. Mit dem Gehstock, warte mal. Nee, Gehstock, nee. Ah, ja, stimmt, okay. Haben wir einen Haken. Ein langer Haken. Dann holen wir uns einfach mal die Leiter. Klappt. Sitzt, wackelt und hat Luft. So, jetzt können wir doch mal die zweite Etage hoch. Ist ja sehr interessant. Und was haben wir hier? Nichts weiter. Im Buch steht auch noch nichts weiter drin. Okay, was ist das? Eine Nuss. Für Nussknacker. Haben wir eine Nuss. Es bringt's. Auf jeden Fall. Ein Schloss. Wir haben aber keinen Schlüssel. So, das ist der Fahrstuhl, wo wir sowieso nicht weiterkommen. Ein Axtgriff. Ist derjenige... größten Hits der goldenen 20er. Während den goldenen 20ern entdeckten junge Menschen Jazzmusik und strömten in Stummfilme. Die Nachfrage nach Konsumprodukten wie Radios, Haushaltsgeräten und Waren aus synthetischen Materialien stieg an. Jedoch versteckte dieser äußerliche Wohlstand tiefere Probleme. Der Niedergang begann im Jahre 1929 mit dem Börsensturz. Es war der Anfang einer Wirtschaftskrise, die das ganze Land traf. Es ist wirklich sehr interessant, was man hier alles lernt, ne? Das muss man wirklich sagen. So, was das da oben ist, wissen wir jetzt noch nicht. Eventuell haben wir hier gleich einen Okay. Das ist doch gerade runtergegangen, oder nicht? Was sagt unser schlaues Büchlein? Der Direktor dieses Werks ist kein Einfallspinsel. Er hat hinter der Karte in seinem Büro einen Geheimgang einbauen lassen. Nun muss ich diesen nur noch irgendwie öffnen. Zerschneid doch einfach mal dieses blöde Plakat. War ja klar. Ein Feuerzeug. Ein Glasschneider. Ein... fehlt zu viel. Ach, das sind ja zwei, war? Okay, einen haben wir. Der zweite fehlt uns noch. Aber wenigstens konnte ich den einen schon mal loswerden, ne? So, was haben wir denn hier? Ein Eichhörnel. Ja, super. Jetzt hätten wir den Glasschneider gebrauchen können. Und ein Schlüssel. Was soll das denn hier sein? Da kommt irgendwas hin. Da ist das Eichhörnchen. Hier hast du nur Nuss. Hm. War ja klar. Das war sowas von klar. Dass wir das jetzt gleich sofort wieder gebrauchen könnten. Es ist nur das da hinten. Okay. Nee, sonst haben wir nichts weiter, bis auf die zwei Sachen da. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben einen Schlüssel erhalten. Da ist noch ein Wal versteckt. Okay. Was da oben blitzt und funkelt so komisch.
So, das war's dann hier auch schon wieder. Ach nee, noch ein Wal. So. Was? Was denn jetzt für ein Bumm-Shit sein, ey? Kannst du die Dinger auch noch drehen? Nee. Drehen nicht inklusive, okay. Ist sonst noch was drinne? Echt nicht mehr. Die musst du doch drehen können. Danke. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, wie man sie dreht. Ah, ich bin schlau. Ach, du Kacke. Irgend so eine Flosse. Hab auch keinen Plan, wo die hinkommen. Da oben ist noch ein Schlangenteil, wie es aussieht. Sieht gerade nicht so aus, als wenn das hier irgendwo. Doch, hier kommt. Hier sieht sie doch gut aus. So, noch ein Schlangenteil irgendwo. Passt's auch nicht. Na gut, dann passt halt dahin. Ist jetzt egal. Ey, das scheint eher da hochzukommen, aber. Ah, okay, das ist der. Die Schnauze des Hais im Hintergrund. Gut, das hat gepasst. Irgendwie schon interessant. Da unten haben wir einen Wal. Aha. Ups, falsch rum. Alter, wie viele Teile sind denn das eigentlich? Ist ja richtig abartig. Ups. Müsste doch da oben irgendwie hinkommen, sehe ich gerade. Und zwar so. Oh Gott. Ach ja, klar. Der amerikanische Adler. Ups. Hä? Das kommt doch jetzt bestimmt da oben irgendwie hin, oder? Nee, warte mal. So. Ah. Ja, es hat da oben hingepasst, aber man muss erstmal rausfinden, wie. Ziege, Mac, frech und keck.
äußerst interessant, dass dieses Teil da gerade gar nicht so hinhaut, wie hinpasst irgendwie. Ist doch auch schon wieder ein anderes Land, oder nicht? Was ist denn hier der Rest? Was ist das von dem Wal da unten? Das sieht gut aus. Ah, seht ihr, das passt doch schon eher. Alter, dass das jetzt so ein Rätsel wird, hätte ich jetzt eher... habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Es ist nicht schwer, nee, es ist halt nur ein bisschen langwierig. So. Ach, da oben fehlt auch noch was. Mann, da glaubst du, hast du im Inland wenigstens mal komplett. Nee. Wo ist denn dieses verfluchte? Na, haben wir es doch. So, passt. So, das Land der Katzen haben wir natürlich. Mann! Das ist gerade ein bisschen so wie ein Fluch, ey. So. Da unten haben wir nämlich noch eine Walflosse. Da haben wir die schönen Pinguine natürlich. Oh, ist das süß. Ist doch schick. Ist doch richtig schick. Okay, gut, Europa. Ja, war wohl, glaube ich, mal so gewesen, ne? Wenn ich noch richtig aufgepasst habe, heißt's. So. Das ist das Erste. Ja, was haben wir denn noch da oben rumlungern hier? Das ist ja wohl der Hammer. Da darf nichts mehr rumlungern. Oh. Alter, das ist gerade eine Wohltat. Verstehe ich nicht. So. Hat das da unten einen Platz? So. Irgendwo noch ein bisschen Katze mit drinne. Hier, sieht gut aus. Boah. Alter, ist das ein Fluch. So. Sultan. So langsam aber mal alles drin sein hier. Dann jetzt auch noch ein bisschen drehen. Boah. Ja, geil. Es ist auf. Oh. Ein Traum. Ist ein Traum. So, ich sehe. Der Timer läuft auch langsam ab, Mann. Oh. So, für YouTube heißt es jetzt natürlich, was denn im Geheimgang drin ist, werden wir in der nächsten Folge erfahren.
Ich hoffe natürlich, dass euch das Live-Let's Play bis jetzt gefallen hat und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal bei einem Abendstream dabei sein würdet, könntet, wie auch immer. Ich wünsche euch natürlich weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.